30 Jahre Super Mario, 30 Jahre Speedrandale. Ungefähr jetzt. Schönen guten Tag. Ich gehe mal übers Logo rüber und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe Speedrandale. Bevor ihr alle wütend eure Postings fertig schreibt, natürlich sind es 30 Jahre Super Mario World und 35 Jahre Super Mario Brothers, was wir gerade hier feiern. Aber wir haben tatsächlich mal wieder die Gelegenheit, ihr wisst es ja, Speedrandale macht eigentlich Pause, weil wir können nicht so häufig Gäste zu uns einladen, so wie wir es gewöhnt sind, und hoffen, das vielleicht im neuen Jahr wieder zu machen oder ob wir ein bisschen was dran drehen können. Aber wenn wir schon zwei Super Mario World Experten hier haben. Experten plus jemand, der sich dranhängt. Ne? Matthias Densen, schön, dass ich dabei sein kann bei euch hier mal. Und ich habe das Format gleich mitgebracht. Normalerweise, also Zuschauer hier auf dem Kanal, sehen euch natürlich dann bei Kaizo geht das. Wie läuft das für euch? Das läuft soweit ganz gut. Absolut. Wir kriegen gutes Feedback. Es macht sehr viel Spaß. Ich mache auch immer noch Fortschritte. Densen erträgt mich weiterhin und meine Versuche, Kaizo zu spielen. Aber nee, läuft ganz gut. Also so schlimm ist er jetzt nicht, muss ich sagen. Also man sieht ja Progress und das finde ich immer so schön. Ne? Egal, wenn man irgendwem zuschaut bei der Entwicklung, wie er immer besser wird, finde ich das cool. Ja, das ist eine der Sachen, die wirklich dann auch dann Spaß macht. Und ich habe auch immer so das halbe Auge dann immer draufgeworfen bei dem, was ihr macht, weil die Hoffnung ist, wenn ihr mal fertig seid mit eurem Game sozusagen, dass ihr das dann auch bei Speedrandale zeigen könnt. Vielleicht auch ein Race. Ne? Übrigens, wenn ihr irgendwann mal, ihr könnt euch das mal merken da draußen, aktuell ist das noch nicht so relevant, aber ihr könnt uns mit der eingeblendeten Mail dann schreiben und euch bewerben für Speedrandale, wenn es dann mal wieder losgeht. Macht das sicherheitshalber, aber dann, wenn es auch hier wieder losgeht. Ja, dass ihr beide dann mit eurem Kaizo-Game sozusagen hier dabei sein könnt. Densen, wir quatschen noch mal, weil wenn du öfters mal hier bist, es gibt ja noch einige schwerere Super Mario-Spiele oder dann entsprechend Mods, die du mal zeigen kannst. Matthias, der Vorschlag kam von dir heute und haben gesagt, lass uns Speedrandale noch mal kurz wieder entmotten, bevor wir irgendwann mal in die nächste Staffel gehen. 30 Jahre Super Mario World, was ist da gerade am Laufen? Da ist gerade am Laufen, dass die komplette Super Mario-Community sich zusammengeschlossen hat und ein großes Relay-Race macht von Super Mario World in verschiedensten Kategorien. Die Klassiker, 96-Exit, 11-Exit und noch so ein paar. Das läuft alles gerade am Tag der Ausstrahlung heute. Insofern schaut mal rum. Auf der ganzen Welt laufen Runs, die hintereinander laufen. So richtig dran teilnehmen, so gut bin ich noch nicht und es ist ein bisschen schwierig, Live-Programm zu machen. Deswegen haben wir gedacht, wir nehmen doch einfach mal die Klassiker 11-Exit hier auf. Und ich zeig mal, wie viel ich kann. Genau, genau. 11-Exit, für die Leute, denen das nicht bewusst ist, natürlich gibt es viele Kategorien bei Super Mario World, die man runnen kann. 11-Exit bedeutet, dass du eine bestimmte Route nimmst, wo du sozusagen 11-mal einen Levelausgang verwenden musst. Genau. Mit der Star Road, nee, heißt die Rainbow Road? Star Road, Star heißt, glaube ich. Ne? Durch entsprechend dann Geisterhäuser durch und dann schaffst du es relativ fix zu Bowser und es durch. Da es ein sehr schneller Run ist, so in Richtung 10 plus Minuten im besten Fall. 11 plus Minuten, ja, wir reden von Speedrun-Welt natürlich. Ne? Du wirst zwei verschiedene im besten Fall zeigen. 11-Exit und 11-Exit No Cape. Richtig, No Cape ist noch ein bisschen rostiger bei mir. Das ist noch so ein bisschen, hat ein paar andere Sachen. Insofern, das läuft so bei 12 Minuten raus. Aber ja, im besten Fall zeige ich euch beide. Mhm. Und Densen gibt dann Commentary und schaut sich mal die wichtigen Tipps ab, wenn er selbst. So ist es. Ich habe ja selber niemals das Vanilla-Spiel gespeedrunnt. Ich habe mich viel damit beschäftigt, mit Super Mario World in jeder Form. Aber so diese Vanilla-Routen, 11-Exits, 96-Exits noch nie gemacht. Mhm. Und daher finde ich das sehr, sehr spannend. Aber ich glaube, ich kann theoretisch schon einiges dazu beitragen, was da passiert. Weil verstehen, was da passiert, tue ich schon. Alles klar. Ja, wenn du bereit bist, dann würde ich sagen, wir fangen mit 11-Exits normal. Yes, klassische 11-Exit mit Kim. Alles klar, du bist drauf, mach gerne den Countdown und dann geht's los. Okay, dann geht's los in 3, 2, 1, go. Sehr gut, was ist deine PB? PB ist 11.03. Okay, also das wird jetzt geknackt, oder? Ja, müsste ja. Schauen wir mal. Also der ist schon mal schwierig. Ja. Eigentlich startet der Timer 2,2 Sekunden, nachdem man da Start gedrückt hat. Mhm. Also dann, wenn man Mario zum ersten Mal kontrollieren kann. Mhm. Aber das ist dann. Nervt mich auch beim normalen Spiel. Also du startest ein neues Game und dann steht dieser Bildschirm erstmal für 6 Sekunden. Ding, der gehört dazu. An den kommt man nicht vorbei. So, das erste Level ist ein ziemlicher Freebie, da passiert nicht viel. Da versuche ich jetzt immer so ein bisschen durchzulaufen, ohne eine Münze einzusammeln. Ich glaube, das hat ja auch jeder schon mal irgendwie gespeedrunnt, sag ich mal. Jeder, der Mario schon mal gespielt hat, hat sich dann gedacht, boah, das erste Level, da renne ich jetzt durch. Ne? Also ich glaube, das hat jeder wirklich schon mal gemacht. An kleinen Feinheiten gibt es dann noch, so wie ich da gerade den Checkpoint übersprungen habe. Da fragen auch sehr viele Leute, warum machst du das denn? Das hat einen Grund. Der wird aber erst in Level 4 interessant.
Okay, interessant, dass du Level 1 sagst. Für mich war es eher Level 2, weil ich gehe zuerst nach links. Ja, es ist technisch gesehen ist es Yoshi 2, richtig? Von Yoshi's Island, das zweite Level, aber es ist halt das erste Level im Run. Deswegen. Für den Run, genau. Pi, also den gelben Palast, den musst du jetzt nicht machen, ne? Genau. So, das hier ist so einer der schwersten Sprünge im ganzen im ganzen Run. Da P-Speed und sobald man den P-Speed erreicht, direkt auf diese Speakerbox und da hochhüpfen, ist sehr tricky. Und dann versucht man dann hier in Feinheiten einfach mit P-Speed komplett durchzukommen und seine Zeit auf diesen Holzplattformen zu maximieren, weil die bewegen sich langsam nach vorne. Mhm. Und dadurch kann man noch so ein paar Frames gut machen. Ja, da sieht man es gerade so ein bisschen, auch, wenn du drauf liegst. Genau, und so schafft man dann, dass oben eine 2,59 steht im besten Fall. 2,58 ist mit P-Speed durch und man kann es mit den Holzplattformen auf eine 2,59 schaffen. Mhm. Ja, stark. Ja, P-Speed natürlich, wenn du die maximale Sprungzeit oder Laufzeit erreicht hast. Wenn du dann das Cape hättest, könntest du dann losgehen. Und genau, und dann kann man fliegen. Oh, das ist auch nochmal recht. Aber ich glaube, das zweite Level gehört schon mit zu den kniffligsten, oder? Auf jeden Fall. Das ist, ja. Das Ding ist, dass es halt das zweite Level ist. Dementsprechend muss man da sowieso bei jedem Run vorne dran vorbei. Ja. Da hat man dann sehr schnell gute Übungen drin. Aber das ist wirklich, den ersten Sprung da hinzukriegen, das ist die erste Hürde. Aber nach anderthalb Minuten kann man ja nochmal gut resetten. Richtig, das ist das Schöne dran. So, jetzt kommt nämlich das Castle. Das Ding ist, wenn man nämlich einen Checkpoint einsammelt in den vorherigen Leveln, wird man groß. Und das versuche ich zu verhindern, weil hier der erste Sprung im Castle ist unter dieser Schildkröte lang. Und der ist wesentlich einfacher, wenn man klein ist. Und das mit einem Duckjump zum Beispiel zu machen, würde das nicht funktionieren? Dann und dann den Vorteil von... Dann müsstest du ja... beim Ducken kannst du ja nicht weiter nach rechts drücken. Das ja. Würdest du auf jeden Fall ein paar Frames verlieren. Und aber dann hätte man einen Pilz. Ach nur, den kriege ich hier sowieso. Okay. Den kriegt man sowieso. Dann macht das Sinn. Und hier ist Autoscroller, da passiert nicht viel. Ja, einmal kurz ausruhen. Hast du speziell den Drehsprung gerade benutzt, weil der auch eine bestimmte Höhe hat gegenüber dem normalen zum Drüberspringen gerade am Anfang? Oder war der Drehsprung tendenziell geht nicht ganz so hoch. Mhm. Und dadurch ist es da ein bisschen einfacher. Es ist aber auch ein bisschen Geschmackssache. Ja, aber ich habe auch immer das Gefühl, dass ein Spinjump doch deutlich mehr horizontale Reichweite macht als vertikal, sag ich mal. Also gerade für so einen geduckten Sprung ist das schon sehr praktisch, dann Spinjump zu machen. Würde ich auch immer machen. Da muss man aber auch vor allem bei dem Sprung an dem Gitter muss man mit dem Regrab arbeiten. Also wirklich ganz knapp abspringen und direkt wieder den Regrab, damit man weit springt und sich festhält. Nee. Da kann man immer noch so ein paar Frames rausholen. So. Du hast jetzt gerade gesagt, oh Mist, ist jetzt nicht perfekt gelaufen? Nicht perfekt gelaufen. Im besten Fall kannst du den, schießt du einen Feuerball in der Luft, erwischt ihn, er rutscht dir ein bisschen nach und dann rutschst du vor ihm her und haust ihm einfach Feuer ins Gesicht, dass er direkt in einem durchrutscht. Okay, verstehe. Er hat jetzt kurz vorher gestoppt, musste ich noch einmal nachlegen, aber das ist dann eine halbe Sekunde. Ja. Sind da viele Frame-Perfect-Sachen sozusagen, die du dir drauf schaffen musst, oder geht das? Ach, das geht. Also das ist nachher, kann man, wenn man Weltrekorde sprechen möchte und so weiter, muss man die natürlich drauf haben. Aber für den normalen Run braucht man nicht viele Frame-Perfect-Tricks. Das sind dann alles noch so ein paar... Ah, shit. Gott, oh Gott. Das hat keine... Ja gut, damit ist die 11 auf jeden Fall schon mal weg. Wahrscheinlich ist es weit oben im Leaderboard so, dass es wirklich nur noch um Millisekündchen geht. Ne? Ja, ja. Und zwar bei den ersten 200 wahrscheinlich. Dass dann nur noch ist auch auf jeden Fall einer der meistgerannten Kategorien. Mhm. Hier sieht man deine Technik, wie du dich hochhältst. Also. Genau. Das ist aber wie gesagt leichter als das haben wir in unserer Kaizo geht das Folge schon mal geklärt. Das oben halten ist ziemlich einfach. Man muss nur im richtigen Rhythmus links drücken. Und dann kommt man hier raus. Ich glaube, das hat man ja auch schon mit 8 als Kind geschafft, glaube ich. Das Fliegen. Mit 8, genau. So, das Wasserlevel ist ein bisschen technischer. Hier gehen auch viele meiner Runs flöten. Hoffen wir mal. Ding ist, dadurch, dass ich jetzt schon die Feuerblume verloren habe oben, kann ich eine Strat im Schloss nachher nicht machen. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Soll ich zwischendurch nochmal eine holen? Nee, das würde zu viel Zeit kosten. Weil dann verliere ich das Cape, dann müsste ich dann Cape wieder wechseln. Hier nehmen wir nur schnell den Panzer mit, damit wir hier nämlich schnell schwimmen können. Ach, und das rentiert sich tatsächlich, der Umweg. Das rentiert sich, wenn man das nicht macht. Gut. Gut. Schade. Ja, es wäre jetzt natürlich ein kompletter Reset für mich. Okay, das wird gar nicht. Okay. Gut, wir... Okay. Ich muss ja heute nicht. Schacke. Du hättest jetzt lieber das Cape noch gehabt. Ja, ich brauche das Cape auf jeden Fall noch. Deswegen muss ich jetzt auch einmal zurückgehen, das Cape holen, insofern. Bezeichnet eigentlich die Kategorie No Cape, dass du nicht die Feder sammeln darfst oder darfst du nur nicht fliegen? Ich darf das Cape nicht sammeln. Sobald man das Cape sammelt, okay. Das ist, steht in Regeln. Falls man aus Versehen das Cape sammelt, muss man so schnell wie möglich sterben. Okay.
So, das Geisterhaus. Auch sehr technisch. Oh ja. Da ist der Trick, möglichst schnell den Buhring vom Bildschirm bekommen. Weil je nachdem, wo der stoppt, hat der zweite Buhring an dieser Stelle hier eine andere Position. Und dann kann man hier nämlich rauffliegen. Ah, okay. Deswegen funktioniert das auch nur beim ersten Mal. Weil wenn ich das Level jetzt neu starte, haben beide Buhrings andere Positionen. Und dann kann man das nicht mehr übersetzen. Der Bossfight ist allerdings immer gleich. Und da hätte man gerade wahrscheinlich auch wieder sofort auf dem Pi landen können. Ja. Das sind dann diese ganzen Kleinigkeiten, die sich dann irgendwann summieren. Genau. Da muss man alle drei Knöpfe, die man zu dem Zeitpunkt drückt, in der richtigen Reihenfolge loslassen, aber quasi in einem Frame. Das ist alles ein bisschen... Hier finde ich ja jedes Mal, wenn ich den Bossfight sehe, da sind schon sehr viele Steine unten zur Verfügung. Also. So, jetzt kommen wir zu Star Road. Jetzt kommt einer der Glitches, die, obwohl wir in die Glitchless-Kategorie hier runnen, trotzdem erlaubt ist. Nämlich die Zips, die sogenannten. And they suck. Wie wir in Speedrun-Kreisen zu diesem Run sagen. Zips, they suck. Das. Ah, ja. Mhm. Schade. Okay. Das Ding ist, es können maximal von diesen vier von diesen Turnblocks gleichzeitig drehen. Das heißt, man bringt vier zum Drehen, geht in die Reihen, versucht noch mehr zu drehen. Dadurch stoppen die ersten und drücken einen nach unten raus. Ist ein bisschen tricky. Und klappt halt nicht immer. Jedem sowieso schon mal auch im normalen Gameplay passiert. Genau. Stirbt man auch gerne mal, weil die einen so schnell runterdrücken, dass man dann einfach in der Wand landet. Oder außerhalb des Bildschirms. Das muss man natürlich auch verhindern im Speedrun. Ist alles ein bisschen sehr im richtigen Augenblick wieder zurück in die andere Richtung drücken. Ist aber auch sehr einladend da unten, dass da einfach offen ist. So geheim ist der Weg gar nicht, ne? Nee, den sieht man, glaube ich, schnell. Jetzt kommt das kürzeste Level. Ich glaube, im ganzen Spiel. Mit dem Lakitu? Ja. Ja. Aber wir nehmen natürlich den Secret Exit. Ah, okay. Das wird dann ohne Cape wahrscheinlich ein bisschen interessanter. Was ist Lakitu, oder? Korrekt. Ja, genau, da müssen wir dann nachher Lakitu aus einer Wolke vertreiben. Das ist dann etwas schwieriger. So, hier ist dann der Anfang. Die ersten Strats, die man hier lernt, ist natürlich oben lang zu fliegen, aber es ist ein bisschen schneller, unten lang zu fliegen, was es aber auch ein bisschen schwieriger macht. Natürlich. Okay. Ja, das wird ohne Cape natürlich deutlich interessanter. Ja. Als ich den mal versucht habe, habe ich das, glaube ich, mit Yoshi runter, von Yoshi abspringen, rübergleiten, solche Geschichten dann gemacht. Genau. Yoshi nutzen wir dann gleich auch in einem anderen Run. Ach stimmt, aber man könnte hier sogar einen blauen haben, ne? Richtig. Ja. So, die Route ist immer fix, die du wählst, ne? Ja. Hat's geklappt? Yes. Das ist sehr framegenau, dass man den P-Speed durch die Tür mitnimmt. Mhm. Klappt auch nicht immer. So, hier eigentlich, wenn ich die Blume noch hätte, würde ich jetzt durchlaufen, mich zwischendurch treffen lassen und Damage boosten. Das geht jetzt natürlich nicht. Deswegen muss ich hier am Anfang ein bisschen warten. Aber dann schafft man das hier gerade durch. Aber hättest du denn dann noch wäre das Cape dann aus den Reserve-Items? Genau. Dann, das würdest du dann nehmen, das hätte ich dann wieder eingesammelt. Okay. Wohl dem, dass die Kontraste gut genug sind, dass wir sowas sehen können. So, und dann sind wir bei Bowser. Und dann sind wir bei Bowser. Ja, Bowser Schloss hat ja verschiedene Wege. Da sucht man sich natürlich die aus, wo man weiß, dass man fix durchkommt, ohne viele Probleme. Nicht, wenn man das erste Mal spielt. Ah, verdammt. Das in letzter Zeit schaffe ich das nie. Eigentlich kann man mit dem Cape einmal komplett durchmachen. Da gibt es eine feste Strat, aber ich werde da in letzter Zeit immer getroffen, leider. Das heißt, hättest du dann mit beiden sofort getroffen? Nein. Nee, mit einem. Mhm. Aber da ist ja die Wurfzeit. Also das Ding ist, wenn man das Cape hat, kann man das immer gleich machen. Dann verhält sich Bowser immer gleich, wenn man dieselbe Route nimmt quasi. Das fällt jetzt halt leider weg. Da kann man sehr viel nochmal Zeit sparen, bestimmt 2 Sekunden. Aber jetzt sind wir hier. Schade. Hätte ich gern getan. Kommt jetzt die Kugel.
Jetzt kommen die Kugeln, genau. Ja. Das Ding ist, wenn man das richtig macht mit dem Cape, dann kann man die zweite Kugel überspringen, was sehr viel Zeit spart. Dieses Ganze hier. Und was würde sich da technisch verändern? Ich meine, du hast ihn jetzt ja auch zweimal getroffen. Richtig. Das Ding ist, ich würde eigentlich einen von der ersten Phase von diesem Mecha-Koopas mitnehmen. Ah. Und ihn dann im richtigen Augenblick treffen, um die Phase zu überspringen. Und dann hätte ich jetzt auch noch einen Mecha-Koopa übrig, um den Anfang der dritten Phase auch zu überspringen. Okay, verstehe. Das spart dann insgesamt Zeit. Wir können es ja schon mal bereit machen für Time gleich, ne? Yes, genau. Time ist dann, wenn Prinzessin Peach auftaucht. Ja, wenn ich jetzt den anderen hatte, dann hätte ich ihn jetzt schon getroffen und dann wird er nur 5-mal hüpfen anstatt 8-mal. Ja, klar. Bloß nicht sterben. Och, fies. Ey, wirklich fies. Und Time. 12:17. 12:17. Das very nice. Very nice. Das Geheimnis ist so, dass sich Mario und Peach dann in der Mitte vom Bild treffen, damit gleich beim Feuerwerk ein Herz über ihn auftaucht. Ah. Aber das ist ein kleines Swag. Ja, also es ist aber ja nach dem Run, also es ist nicht, dass sie sich schon mal positioniert, damit sie nicht so weit laufen muss, damit weniger Sekunden. Korrekt, genau. Das, ist, ja, das ja. spart keine Zeit, das ist nur für ja. schön. Aber da sieht man, der ist ja schon, also auch wenn natürlich Leute das nochmal öfters runnen als du jetzt, du hast ja erst vor einiger Zeit damit angefangen, schon solche kleinen Fehlerchen, die zwischendurch sich einschleichen, können schon mal eine Minute mehr bedeuten. Ja, ja, ja. Korrekt. Da sind dann die paar Sachen, die dann wirklich den Unterschied machen. Ich meine, es war jetzt 12:07. Mein erster Schritt war auch, unter die 12 zu kommen. Das hat eine Weile gedauert. Aber jetzt, ja, jetzt langsam sind wir bei den Tricks, die viel Zeit kosten, wenn man Fehler macht. So, und du meintest, dein 11 Exits No Cape im besten Fall auch so in Richtung 12? Genau, da habe ich gestern just noch eine neue PB aufgestellt. Das 11 Exits No Cape habe ich in 11 Minuten 56 gestern zum ersten Mal gemacht. Dann ist das die Challenge toll, jetzt, toll, toll. Ne? Ja. Ob du vielleicht es unter der Zeit von 11 Exits schaffst. Ja, das, ja, mal schauen, mal schauen. Mal gucken. Das ist, wie gesagt, noch ein bisschen gröber. Da kann man auf jeden Fall Bewegungsabläufe, die habe ich noch nicht so ganz drauf. Aber ja, toi, 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 schauen wir mal. Wir sehen uns. Ansonsten schreib einfach mit da draußen und schreib's in die Comments mit rein. Wenn du bereit bist, kannst du gerne auch dann wieder los. Dann starte ich den Countdown in 3, 2, 1, go. So, der Anfang ist erstmal genau gleich, weil bis Iggy's Castle gibt es sowieso kein Cape. Insofern sind die ersten vier Level genau gleich. Das ist wahrscheinlich schon deutlich weniger gerunnt, oder? Die Kategorie? Ja, wesentlich weniger. Ja. Da bin ich jetzt mit meiner 11:56, ich glaube, auf Platz 90? Ah. Auf Platz 60, glaube ich, in der Glitchless-Kategorie. Weil du kannst natürlich noch Glitches einsetzen. Es gibt den Orb-Glitch und den Cloud-Glitch. Das sind die bekanntesten oder meisten zeitsparendsten. Die sind aber schon sehr kompliziert. Also die habe ich bis jetzt auch noch nicht richtig hingekriegt. Die basieren darauf, dass man mit Yoshi eine Münze frisst, gleichzeitig aber sie mit Mario einsammelt, bevor er sie quasi frisst. Dadurch wird dann die Münze ersetzt durch den nächsten Sprite, der kommen würde, was ein Charging Chuck ist. Charging Chucks sind besondere Gegner, die als Power-Up fungieren. Die würden dann oben in die Box reinkommen. Und wenn man die Box dann aktiviert, sind sie halt entweder, je nachdem welchen man nimmt, der Orb oder die Wolke. Und dafür kann man dann andere Glitches ausprobieren. Okay. Okay, ja. Wie gesagt, da bin ich auch noch nicht so ganz dran. Na, aber den ersten Sprung hast du wieder gut gemacht. Ja. Mal, wo du es ausgeführt hast, also ich sehe jetzt auch den Skill dahinter direkt gleich. Das ist nicht einfach nur ein Hop, sondern gleich den Speed halten, direkt das Timing. Genau. Was man zum normalen 11 Exits eben sagen kann, es ist tatsächlich ein guter Einsteiger-Run, ne? No? Wenn man ja noch nicht viel gespeedrun hat, aber sonst ein bisschen Mario-Erfahrung hat. Also selbst ich bin bis zum Ende gekommen, nur mit wesentlich mehr Zeit. Und da kann man schon ganz gute Erfolge zu Beginn feiern. Man muss natürlich nicht alles exakt genau dazu machen. Du hast es natürlich nochmal extra optimiert. Kann sich vielleicht mal mit Yoshi behelfen zwischendurch. Genau, genau. Gerade hinten das, bei dem Cape-Level, wo man unten lang fliegt. Da gibt's auch eine wesentlich einfache Strat mit Cape, indem man oben lang fliegt. Die ist super safe. Für die Einsteiger auf jeden Fall gut. Das sind dann nachher so 10 Sekunden, die man dann spart, wenn man unten lang fliegt. Aber für den Einstieg natürlich nicht so wichtig.
Das Schöne bei Super Mario, wir sagen es ja auch bei Kaizo immer, dass die Steuerung halt so eingängig ist und so einfach zu lernen, aber dann wieder so vielschichtig ist, dass man halt so viel an so vielen Punkten noch Zeit sparen kann damit. Deswegen ist es ein super Einstiegsrun, wenn man was mit Plattformen anfangen kann. Ja. Ich kenne es so aus Kaizo-Hacks, dass es häufig sinnvoll ist, an die Stange zu springen im Ziel. Wäre jetzt ja hier, also es geht da auch um Frames maximal, okay. Wäre ja hier wahrscheinlich nicht schlau, weil man natürlich irgendwann an die 100 ginge, aber wäre es da nicht irgendwie sinnvoll, vielleicht einmal dran zu springen? Könnte man auf jeden Fall machen. Also an die 100 kommst du auf keinen Fall, weil in dem ganzen Run gibt es nur diese zwei Stangen vom Anfang. Mhm. Oder drei Stangen. Danach kommt ja das Schloss und dann kommen die Schlüssellöcher und so weiter, deswegen okay, also kann man keine 100 Punkte kann man gar nicht erreichen quasi. Aber das höre ich gerade zum ersten Mal, dass die Stange dann ein paar Frames schneller macht. Mhm. Man soweit ich weiß, ja, hätte ich gedacht, aber wenn du hast wahrscheinlich ja schon Runs angeguckt vom Weltrekord und der macht es nicht, das heißt eigentlich macht es ja dann keinen Sinn. Genau, soweit ich weiß, macht es keinen Unterschied. Also es kostet auch keine Zeit, deswegen, aber es könnte auch sein, dass vielleicht ein, zwei Frames spart. Aber wenn du einmal so weit bist, ja, schade. Dass es um die Frames dann geht, dann kannst du gucken, wo du noch ein bisschen was absägen kannst. Da ist dann auch noch ein Trick in dem Wasserlevel, was wir vorhin gesehen haben, wo ich den Panzer einfach nur wegkicke. Ja. Den kann man natürlich nutzen, um in der Luft einen Shelljump zu machen, den quasi von hinter sich nach vorne zu kicken, um auf ihm zu landen und über den Abgrund zu schaffen. Der ist aber sehr frame-genau. Und wenn du den halt nicht erwischt, stirbst du halt ganz schnell. Okay, deswegen ist das sehr riskant für eine Handvoll Frames, die es dann schneller geht. Mhm. Ich hatte in letzter Zeit mal wieder casual wegen der 3D All-Stars Collection. Ach, packen wir das alte All-Stars mal rein. Mario Brothers 3. Wieder öfters gespielt. Mhm. Das hat ja auch einen ganz coolen Speedrun, wobei da doch gerade in Welt 8 sehr viel random ist. Ne? Wie viele von den Zufallsleveln erwischst du? Ja. Und ein paar Autoscroller, sodass der vielleicht nicht so easy zu machen ist, wie der, also vergleichsweise easy wie der. Die Fehler wollen wir diesmal nicht. Deswegen laufe ich hier unten lang. Hüpfen über den hier. Schade. Okay. So, du willst aber zum Schlüsselloch. Das heißt, du brauchst sehr wahrscheinlich einen Yoshi. Korrekt. Awesome. Und da sind wir. So simpel umgeht man die eigentliche Idee ja, die Blöcke erst zu aktivieren. Aber das hat man doch als Kind. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht. Aber eigentlich ist es also ja gar nicht so wenig. Geflogen habe ich auch gemacht. Ja. Mit Yoshi, da bin ich nie drauf gekommen. Aber ja, geflogen bin ich da auch ein paar Mal drauf. Wobei ich dann nie über das ganze Level geflogen bin, sondern immer erst versucht habe, am Ende den P-Speed aufzubekommen. Ja. Das war immer sehr schwierig, aber gut, ich habe auch sehr viel Zeit mit Super Mario World verbracht. Wer nicht? Ja. Diese Fische, ey. Ah, Safety. Mhm. Sieht doch ganz gut aus bis jetzt, oder? Ja, bis jetzt war es ganz gut, genau. Jetzt das Geisterhaus wird wieder ein bisschen spannender. Kannst du nicht mehr den Trick machen mit dem Oh, Break, kein ne? Damage Boost, genau. Boost geht nicht, aber mit ein bisschen Glück schaffe ich die Lücke. Ah ja. Genau. Dann kann man das hier und den machen. Respekt. Die Tür macht mir auch mal sehr viele Sorgen, die verpasse ich sehr gerne. Dann kann ich hier durchhüpfen und im besten Falle da die Lücke erwischen. Ich glaube, an die Wein zu kommen ist auch nicht ganz ohne, ne? Direkt von der rechten Seite. Ja, das ist genau. Ja. Ist Gott sei Dank nun nicht zwangsläufig nötig. Man kann ja mit dem P-Switch was machen. Aber ist natürlich schöner, wenn es so klappt. Dem Level kann man immer wieder schön casual erwähnen. Man kann die großen Geister killen, indem man an der Treppe runterrutscht und sie mit dem Hintern trifft. Sehr gut. Gut, bis hierhin. So. PB-Pace, ja? Ja, ja, doch. gerade läuft. Genau, die Zips sind jetzt natürlich egal, weil wir kein Cape haben. Insofern ist das einfach straightforward. Das Swim-Level, das nächste ist auch genau, wie wir es gerade schon gesehen haben. Da macht das Cape keinen Unterschied. Thank you.
das, was ich bei Mario Maker 2 dann vermisst habe, dieses am Ende mit dem Zoom, dass sie das nicht reingetan haben, ist Blasphemie. Müsste für euch beide vielleicht mal für eine Challenge Sternenfuchs 2 bauen oder so. Oh ja, sehr gerne. Mal gucken, wer da gerade die PB hat. Hast du das gebaut? Sternenfuchs ist mein Level, ja. Ich habe den für Kollege Elias gebaut, wo wir uns dann Challenge-Level gemacht haben. Ich glaube, ich habe da so eine Durchspielrate von 0,5% oder so. Autoscroller plus Fliegen. Sehr gut. Der ist ein bisschen scary, dieser Wurf. Weil Lakito natürlich nicht komplett konsistent fliegt. Mhm. Und der Wurf natürlich auch mal so ein bisschen timingabhängig ist. Aber es hat ganz gut funktioniert. Ja. Und du bist ja in die Wolke gekommen, obwohl es gar nicht so aussah. Ja, richtig. Das sieht immer scary aus. Denkst du, es ist diesmal zu hoch, aber bis jetzt klappt das immer ganz gut. Weil Lakito ist da ja auch bewusst positioniert. Okay, jetzt wird's spannend. Wie ihr schon gesagt habt, Yoshi. Ura. 5 braucht er, ne? Genau. Ach Gott. Normalerweise frisst man die beide, aber gut. Und dann nimmt man hier den blauen Panzer. Der reicht leider nicht, also für mich nicht ganz. Es gibt eine Möglichkeit, damit zum Schlüsselloch zu kommen. Für mich reicht er nicht, deswegen nehme ich immer den Safety-blauen Panzer mit. Weil sonst wird es sehr knapp hier hinten. Dann fängt er schon an, jetzt runter zu schlucken. Und dann macht man das einfach so. Ja. So, ich hätte fast gedacht, du sagst Arrivederci, Yoshi. Nee, in diesem Run darf Yoshi überleben. Alle beide. Das ist doch nett. Aber er hilft dir nicht mehr. Hm? Aber er hilft dir nicht mehr. Nee, das ist richtig. Der bleibt jetzt schön, schön der bleibt jetzt stehen. Aber wenn es 3 Frames dir sparen würde, ne? Ja. Das Super Metroid-Dilemma. So, jetzt kann ich mir den Damage Boost hier zeigen. Ja. Und das machen wir, wie gesagt, mit dem Cape genauso. Safety. Und Bowser. 9,55, das ist nur gut. 9,55. Also den machst du jetzt einfach ganz normal oder gemacht? Mehr oder weniger. Also wie gesagt, ich versuche jetzt den Trick, den ich vorhin nicht machen konnte, versuche jetzt hinzukriegen. Dann nehme ich den Opfer. Durch die Gegend kicken. Und bevor der wieder aufwacht. Genau. Na, so würde man natürlich niemals aufwachen. Ah, okay. Schon fast, wenn er von der Flamme berührt wird. So macht man es in der Regel mit dem Cape auch. Wartet hier. Wenn er stehen bleibt. Nimmt man Anlauf und dann fliegt man hier eigentlich hoch, was ich jetzt natürlich nicht machen kann, aber ich kann den hochkicken. Ah, schade, ich glaube, ich habe ihn zu früh getroffen. Wenn man ihn trifft, nachdem er stehen geblieben ist, dann überspringt man die zweite Kugel. Mhm. Was ich jetzt nicht machen kann. Ich habe den Tank zu früh getroffen. Ganz langsam für Time bereit machen. Genau. So, dann mache ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Ja.
Und Time. 12:14. Sehr, sehr schön. 12:14. Das war noch knapp drunter, glaube ich. Knapp drunter, ja. Ich glaube, 11 war gerade 12:17. Insofern. Also siehst du, da hast du dich also sehr nah dran gepackt. Ja, sehr interessant. Ich habe bisher noch keinen No Cape Run gesehen. Ja. Also die Strats sind ein bisschen einfacher in Anführungsstrichen, natürlich, wenn man es mal intus hat. Und ich hoffe, dass wir damit auch schön beigetragen haben zum Relay Race, ja, auch wenn wir nicht direkt live da teilnehmen können. Dann danke dir, Matthias, dass du nochmal das in die Hand genommen hast und uns das hier präsentieren konntest. Wie erwähnt, wir wollen nochmal gucken, ob wir dann nochmal zurückkommen, Denzel. Wir sprechen nochmal mit dir. Auf jeden Fall. Wenn du hier bist, dann können wir hoffentlich zeitig nochmal ein bisschen was Speedrun-technisch zeigen. Natürlich auch bei dir, Matthias, wenn du sagst, hey, ich bin auf einmal der beste Sonic-Weltrunner geworden. Sonic. Hast du schon mal Sonic gerannt? Nee, Sonic ist überhaupt nicht meins. Okay, ich habe Sonic auf dem Mars-System gerannt. Also gerannt, relativ. 20 Minuten ungefähr fürs Mars-System. Das geht dann einigermaßen. Ja, zwar nicht gut, aber kann man machen. Nichtsdestotrotz, wenn wir wieder starten, können gerne natürlich pro forma mal die Mail einblenden, wenn wir mal hier sind. speedrandale@rocketbeans.tv. Es kann eben sein, weil wir noch nicht offiziell gestartet sind. Schickt dann später nochmal eure Anmeldungen, Kommentare, Ideen und so weiter, dass wir darauf eingehen können. Und ja, ansonsten könnt ihr euch auch bei Sia direkt melden. Da haben wir, glaube ich, auch hier die Einblendung, auch wenn er heute nicht vor Ort ist. Aber da könnt ihr entweder ihn unter @simiclove bei Twitter erwischen oder twitch.tv/simiclove101. Da speedrunnt und streamt er auch noch mal häufiger. Und euch beide natürlich, Kai, so geht das. Mittwoch ist es jetzt, ne? Jeden Mittwoch dann auf Rocket Beans TV. Jede Woche schön viel Kaizo-Spaß. Ja, so ist es. Ne? Und hoffentlich kreuzen sich dann irgendwann dann nochmal die Ströme. Die große Crossover-Episode. Ja, dann ich mich drauf. Danke nochmal an euch beiden. Viel Spaß. Danke dir. Euch da draußen mit den anschließenden Programmen. Und wir sagen tschüss, bis dann. Tschüss. Ciao.